Guys, nur ganz kurzes Video. Ich habe neben letzter Zeit ein bisschen Abstand von dieser ganzen Videogeschichten und so weiter, weil YouTube ist einfach sowas von überfrachtet, ja. Also das ist einfach der Wahnsinn. Aber es ist ein ganz normaler Zyklus. Also wenn man vergleicht YouTube vor 10, 15 Jahren, also wo ich erst mal auf YouTube war, habe ich leider nicht viel gemacht, ne? Habe auch gar keine Ahnung gehabt von dem YouTube und so weiter, aber ja, da war einfach YouTube noch ohne Werbung und alles Mögliche, ist klar, ne? Wie jede Plattform, jedes Produkt, alles hat seinen Zyklus. Aber jetzt habe ich mich entschlossen, jetzt muss ich mal ganz kurz ein Reaction-Video machen. 128.000 Euro für ein Dubai-Apartment. Und ich habe nämlich diesen Kanal schon öfter, aber das habe ich entdeckt und das sind zwar auch sauteure Sachen dabei, aber der Grund, warum ich den kann, also kurz, da waren Apartments, wo ich mir sage, hey, das ist ja im Grunde in Dubai, ja, aber günstiger wie in Deutschland, ja, oder in München. Also ich gehe mal von München aus, ja. Und das ist schon ganz interessant, die ganze Geschichte dort und so weiter und so weiter und so weiter. Also schauen wir mal kurz rein. Also hier immer, man sieht dann immer diese Modelle, weil die meisten Apartments, die dort vorgestellt werden, sind noch im Bau. Dann kriegt man sie auch noch günstiger und das ganze System funktioniert da letztendlich auch so wie bei uns. Letztendlich Sachen gebaut werden und du dir halt schon vorweg das Ganze reservierst. So haben es meine Eltern auch vor 40 Jahren gemacht, als sie sich ihr Reihenhäuschen gekauft haben, mühsam abgespart und dann eben immer wieder diese Rohbaubesuche und dann schauen, ah, jetzt ist es schon so weit und so weit und so weit. Also ist das auch nicht anders. Aber allein schon die Modelle, die man da mal sieht, also manches ist dann auch schon fertig. Dann sieht man, gibt es noch Roomtours und sowas. Aber das ist, also das, da gibt es Sachen, die gibt es, glaube ich, nirgendwo anders. Ne? Also quasi irgendwie so ein Whirlpool, also oder ein Swimmingpool, oder irgendwie sowas auf dem Balkon und so mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Also das geht halt auch nur in Dubai, also da wo halt ständig die Sonne scheint. Das ist schon sehr interessant. Eines neuen Top-Projektes im Jumeirah Village Circle. Dieses Projekt wird entstehen unweit vom Five Jumeirah Village Hotel. Das Five Jumeirah Village Hotel ist ein typischer Touristen-Hotspot, also sehr. Also der Ton ist leider sehr leise. Es liegt definitiv nicht an mir, sondern es liegt an der Aufnahme. Der hat nämlich hier irgendwo sein Mikro vergessen. Also ich sehe hier nirgendwo ein Mikro. Und das ist natürlich super scheiße. Also wenn ich schon so richtig so luxuriöse Sachen und so weiter vorstelle, sollte ich auf jeden Fall ein Mikro mir leisten können und das auch nicht vergessen nach Möglichkeit. Wahrscheinlich sollte ich nur vergessen. Er hat ja auch eins normalerweise. Das ist natürlich sehr suboptimal. Denn noch ganz kurz zur Information, auch wenn du zum Beispiel Marketing machen möchtest für IT oder was auch immer, für deine eigene Branche, Finanzbranche oder was auch immer für Branchen. Das Wichtigste in der Videografie ist gar nicht so sehr das Bild, sondern der Ton. Also der Ton ist wichtiger wie das Bild. Wenn der Ton passt, kann das Bild auch gerne mal verschwommen sein. Die Leute schauen sich das Video trotzdem an. Wenn das Video vom Bild her perfekt ist, aber der Ton ist scheiße, dann springen die meisten vom Ding ab und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, 14 Views. Ich glaube, das wird nicht sehr viele Views bekommen, weil der Ton einfach so scheiße ist. Aber ich wünsche ihm das Beste. Auf jeden Fall habe ich jetzt keine Lust, mir das alles anzuschauen. Mal schauen, ob man hier irgendwas sieht. Weil die ganzen Erklärungen hier bis zu 1,43, also die Hälfte des ganzen Videos, über die Hälfte des ganzen Videos, sind ja nur Erklärungen. Man sieht ja nichts. Und dann in dem schlechten Ton. Also gut, hier spricht also quasi wieder meine analytische Ader. Ja, ich kann es einfach nicht lassen. Ich muss sofort alles analysieren, ja. Und immer nur das Schlechte raussehen. Nee, Quatsch. Weiter. Also, wenn das jetzt sozusagen, das jetzt für wirklich für 128.000 Euro ist, und einigermaßen gute Location, wovon ich jetzt mal, das ist jetzt mal die Prämisse, dass der nur gute Locations zeigt, weil das ist eigentlich ein luxuriöses und so weiter, Immobilienhaus, Makler-Ding.
Dann, was auch immer das ist, ich kenne mich da nicht gut genug aus in Dubai, dass ich jetzt wüsste, wo das ist oder so genau, aber also allein nur von dem, was ich jetzt innen sehe, also das kriegst du in München, würde ich dir mal fast garantieren, zu dem Preis nicht, ja. Und das mag schon was heißen. Kommt für mich in Frage, frag dich jetzt. Okay, jetzt kommt der Werbeblock. Also, ist ein bisschen unglücklich aufgenommenes Video, aber jetzt das Apartment ist richtig top. Ich würde mal, ohne jetzt der Immobilienexperte zu sein, obwohl ich mich natürlich damit auch beschäftige und auch eine habe und so weiter in München und alles Mögliche, aber ich würde mal sagen, es ist so, ich würde mal sagen, wenn du es das gleiche, identisch, ja, irgendwo in München kaufen würdest, sagen wir mal so München. Gute Lage, ja, auch vergleichbar gute Lage oder so, ja. Und so nagelneu und mit allem drum und dran und so weiter, müsstest du wahrscheinlich nochmal 20% drauflegen. Also, das kriegst du nicht unter 180, 200.000 Euro, sowas. Selbst wenn jetzt die Preise ein bisschen fallen oder schon gefallen sind, also ist auf jeden Fall das hier günstiger, ja. Und das ist schon der Wahnsinn, weil wir reden hier von Dubai und Dubai ist halt normalerweise musst du in Dubai. Bei egal was du kaufst, nochmal 50 für jeden Euro 50 Cent drauflegen. Ja, und das ist also bei manchen Wohnungen, das ist schon die zweite, dritte Wohnung, die ihr hier zeigt, da wo man echt sagen muss, okay, das ist ein vernünftiges Ding. Also vielleicht ist da noch irgendwo was anderes versteckt oder irgendwo ein Haken, von dem ich jetzt nichts weiß oder was weiß ich oder so. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die absolute Schnauze voll, ja, und ich will jetzt ins Warme und ich will keinen Regen mehr, ja, also dann bist du bestimmt in der Wüste. Dubai ist ja Wüste, nichts anderes. Sehr gut aufgehoben mit so einem sehr guten Preis. Also, das kam auch mal in irgendeinem Interview, in einem Ding vor, dass sich einer gefragt hat, ja, ich habe jetzt hier auch investiert und so und ich frage mich eigentlich, warum ist es so günstig, wo ist der Haken? Ja, und das frage ich mich da auch in dem Sinne manchmal so ein bisschen, aber vielleicht, ja, ist er irgendwie noch was, wo man jetzt nicht sieht, ja, aber wenn du hier ein bisschen dich anstrengst und ein bisschen Gas gibst, sagen wir mal so, dann kannst du dir und 2 Jahre wirklich hart arbeitest und sparst, dann kannst du das Ding ja so Cash kaufen, dann brauchst du ja nicht mal irgendwie einen Kredit, ja, also 128.000, das geht schon, ja. Selbst als Angestellter, als gehobener Angestellter oder halt einfach, wenn du fleißig bist und sparsam, ja. Und dann, ja, ist schon interessant. Also, ich hätte nie vor, irgendwas in Dubai zu kaufen, ja, oder dorthin zu fahren oder was auch immer oder so, ne, weil es ist ja quasi, ja, es möchte jetzt nichts Politisches werden oder so, ne, aber da ist halt einfach dann, keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht so aus, ja, aber ich glaube, da darf man dann irgendwie kein T-Shirt tragen und so. Das ist das, was mich auch in Italien schon mal aufgeregt hat, ja, dass man im Sommer nicht oben ohne rumlaufen darf als Mann, ja, weil es gegen die religiöse Katholizismus und so weiter ist. Also, als ich da quasi mal eine Zeit lang gelebt habe und da war es wirklich Wahnsinn. Also, jeder von euch weiß, wie heiß es werden kann in Italien im Sommer und da bin ich draußen, also im Freien, ja, im Freien irgendwo so in der Nähe von irgendeiner Kathedrale oder sowas halt rumgelaufen, wie so ein Tourist oder sowas halt. Und ich hatte, glaube ich, ein kurzärmliches T-Shirt an. Ich war nicht mal oben ohne. Und dann hat mich irgend so ein Carabinieri ermahnt und so, na, ich müsse doch jetzt halt hier ein langärmliches T-Shirt anziehen oder was weiß ich, was das damals war. Schon wieder ewig lange her. Aber eher so religiöse Geschichten und so, das ist halt überhaupt gar nicht meins. Ja, also ich bin halt Atheist und das ist überhaupt nicht meins und so. Also egal welche Religion, also das Einzige, wo ich einigermaßen cool finde, ist so ein bisschen Buddhismus, so ein bisschen meditieren oder so. Damit kann ich mich vielleicht noch anfreunden. Aber ansonsten, ja, deswegen, von der Location her weiß ich nicht, müsste man alles austesten, aber vom Preis und von Preis-Leistungs-Verhältnis und vom Klima her.
Interessant, interessant. Also ich habe ja einen guten Freund, der da regelmäßig, weil er seine Freundin eben dort schon seit vielen Jahren wohnt und arbeitet, regelmäßig nach Dubai fährt und er sagt, ja, ganz interessant dort, aber ein bisschen künstlich. Das sagen halt auch viele so als Kritik, nicht alle, aber manche sagen, es ist alles ein bisschen künstlich, ja. Und es ist meistens sind es Leute, die aus Österreich oder Bayern oder so kommen, wo halt einfach viel Natur ist und so. Das hast halt da nicht. Da ist halt Wüste und Punkt, ja. Tja, ich denke, man kann hier vom Wohnzimmertisch aus oder so, kann man das auch überhaupt gar nicht beurteilen. Man kann es nur beurteilen, wenn man einfach hinfährt, ja. Das ist sowieso klar, ja. Aber hier geht es in dem Video geht es ja nur um dieses Preis-Leistungs-Gedöns. Und also das ist schon jetzt nur rein vom finanziellen Aspekt interessant. Und es lässt sich in der Regel gut vermieten, an so Expats und all diese Sachen. Müsst ihr mal ein bisschen rumkramen auf dem Kanal, finde ich sehr gut. Finde ich, also es gibt so unfassbar viel aktuell. Also man wird ja überflutet mit Informationen, aber das ist ein Kanal, wo ich sagen würde, okay, ja, kann man subscriben. Ja, also habe ich auch hier subscribed. Müsste man sich dann genauer und näher anschauen. Ne? Also ich weiß ja auch nicht, ich habe da nichts gemacht mit der Agentur oder so und nichts gekauft oder irgendwas, aber noch nie mit denen gesprochen oder so, aber so finde ich das einfach schon eine coole Sache, so mal. Also, ja, ist so meine Reaction drauf und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Thomas Klein.